An alle, die da sind, ganz herzlich willkommen zu unserer Willkommens-Session des Wissensmanagement MOOC 2016. Die erste Live-Session in unserem MOOC, der ja offiziell gestern gestartet ist. Ja, vielleicht stelle ich ganz kurz die Agenda für das Treffen heute vor und dann stellen wir Organisatoren, Mitmacher des MOOC, uns kurz vor, damit ihr auch wisst, wer denn da so ab und an das Wort ergreift. Ja, die Agenda seht ihr hoffentlich alle schon auf eurem Bildschirm. Das heißt, wie ich gerade gesagt habe, wir fangen an mit einer kurzen Vorstellung der MOOC-Koordinatoren. Dann wird der Oliver, den ihr schon im Videobild eben gesehen habt, ein paar ganz konkrete Tipps geben zum Umgang hier mit WebEx. Das ist das Tool, in dem wir uns gerade befinden. Dann werden wir ganz kurz in das Curriculum einführen, das ihr euch sicher schon angeschaut habt. Einfach nochmal unsere Idee dahinter. Auch die Idee des Open Educational Resource, das ja ein gemeinsames Arbeitsergebnis, wenn man so möchte, dieses MOOC auch sein soll. Wir geben ein paar wichtige organisatorische Hinweise über das Arbeiten im MOOC, auch das Zusammenarbeiten, welche Möglichkeiten zur Interaktion bestehen, wie ist es mit einem Teilnahmezertifikat am Ende und dann geben wir einen ganz konkreten Ausblick jetzt auf das erste Modul, das ja gestern gestartet ist, also auf die nächsten 3 Wochen. So, da ich gerade spreche und auch im Bild zu sehen bin, werde ich mich ganz kurz vorstellen und dann das Wort an den Dirk weitergeben. Ja, mein Name ist Gabriele Vollmer. Ich bin eine der Initiatorinnen dieses Wissensmanagement MOOC, beschäftige mich seit, ja, ich fürchte, 97 oder 98 mit dem Thema Wissensmanagement in meiner ersten Arbeitsstelle. Dort war ich im Qualitätsmanagement tätig. Tauchte dieses Thema auf und seither hat es mich offensichtlich nicht mehr losgelassen. Ich bin mittlerweile seit 12 Jahren selbstständig als Beraterin. Einer meiner Schwerpunkte ist das Thema Wissensmanagement. Der zweite Schwerpunkt ist Compliance im Pharmabereich. Der muss uns Gott sei Dank für diesen MOOC nicht interessieren. Ich begleite Organisationen, die Wissensmanagement entweder ganzheitlich als Strategie einführen wollen oder die einzelnen Instrumente des Wissensmanagements einführen wollen. Ich habe mehrere Lehraufträge zu diesem Thema, allerdings klassische Lehraufträge. Das ist mein erster MOOC, also ich bin selber schon sehr gespannt, wie das alles jetzt so in den nächsten Wochen ablaufen wird. Ich habe relativ viele Publikationen zu dem Thema, auch ein Buch, Knowledge Gardening, was so ein bisschen die Inspirationsquelle war, wer sich schon gewundert hat, warum bei unserem MOOC ständig irgendwelche Gartenbilder auftauchen. Also diese Frage wird sich hoffentlich im ersten Modul jetzt in den nächsten 3 Wochen klären. Das soll es zu meiner Person auch schon gewesen sein. Fragt gerne, wenn ihr noch was zu mir wissen wollt. Ansonsten gibt es natürlich auch meine Website, wo ihr das eine oder andere nachlesen könnt bei Interesse. Ich würde ansonsten den Stab direkt an den Dirk weiterreichen. Gut, genau. Ich bin Dirk Liesch und hier möchte ich mich auch kurz vorstellen, nur damit ihr oder Sie mich alle mal gesehen haben. Viele Informationen sind natürlich online verfügbar. Vielleicht so viel ergänzend, ich komme mehr aus der Richtung IT-Schiene, bin ich ins Business Management gekommen. Also ich war damals so 97 rum für die Wissenssysteme von AOL und Lycos Europa mit zuständig, habe die mit aufgebaut und da ging es häufig darum, wie kriegt man eben das Wissen von tausenden von Redaktionen in Europa möglichst einheitlich und managebar unter einen Hut. Und so bin ich halt dann selber auch über die Gründung von einem eigenen IT-Unternehmen, dann um die Jahrtausendwende, was sich mit Enterprise-Portalsystemen, Wissensmanagement und E-Learning-Lösungen beschäftigt hat, in diese Schiene reingekommen. Und so nach und nach ist es immer bewusster geworden, jedenfalls für jemanden, der mit der IT groß geworden ist. Mit der IT kann ich eigentlich fast alles machen. Die Probleme liegen mehr darin,
die Weitergabe von Wissen, den Erfolg von den Projekten, zusammen mit den Mitarbeitern, mit den Personen, mit den unterschiedlichen Typen von Menschen umzusetzen. Und deswegen bin ich jetzt mehr in die, ich sag mal, die theoretische und praktische Schiene auf menschlicher Seite zum Wissensmanagement gekommen, weil ich einfach sage, okay, die IT kriegt man schon in den Griff, wenn man denn weiß, was man genau damit machen möchte. Das war also der Hauptansatzpunkt. Ich habe 2015 die Idee zu dem MOOC gehabt, hatte das damals auch hier für die Moin-Plattform, für diesen Mooty mal eingereicht. Daraus ist das erste Video entstanden, was vielleicht einige von Ihnen gesehen haben. Und das hat sich dann nach und nach zu dieser Idee von diesem Business Management MOOC entwickelt, mit dem Ziel parallel wirklich diese Website mit freien Bildungsinhalten zum Thema Wissensmanagement zu erstellen und das gemeinsam mit Ihnen als Teilnehmern oder mit euch als Teilnehmern zu tun. Das soll es aber erstmal für mich gewesen sein. Ich würde jetzt mal an Oliver abgeben, dass er kurz was zu sich sagt und dann den Umgang mit dem WebEx vorstellt. Okay, dann schalte ich das Bild mal auf mich um. Hallo, mein Name ist Oliver Fleischmann. Ich unterstütze den WM-MOOC im Bereich der Webinare und dafür nutzen wir eine Software WebEx, die ich gleich ganz kurz erklären werde. Ich selber bin in meiner Firma, das ist die Firma SAW Eurodrive, als Wissensmanager tätig und setze mich da eigentlich hauptsächlich mit dem Verteilen von Produktwissen auseinander. Dafür nutzen wir so eine Plattform wie diese hier, um Live-Webinare abzuhalten. Wir verteilen aber auch Online-Lernmaterialien, also E-Learnings, Videos, Screencasts und unterstützen natürlich auch Präsenzseminare. Und als also die Firma selber hat auch ein Präsenzseminar zum Thema Wissensmanagement, was die Gabriele hält. Und als dann die Gabriele auf uns zugekommen ist mit der Idee, das mal als Blended Learning-Konzept auszusetzen, haben wir gesagt, das gucken wir uns sehr gerne an und ich habe angeboten, die Webinare zu unterstützen. Also klicke ich jetzt mal ganz kurz durch zwei Folien, um so ein bisschen zu erklären. Ich habe gesehen unten, dass die Daria auch da ist. Ach so, ja genau. Ne, dann genau, kann Daria sich auch kurz vorstellen. Daria gehört auch zu dem Team der Mitmacher beim MOOC. Ich kann sie kurz mal in die Diskussionsteilnehmer verschieben, da kann sie auch ihre Kamera einschalten. So. Ja, super. Ich glaube, man müsste mich jetzt auch sehen können. Moment, guten Abend. Ich schalte dich mal eben auf den großen Bildschirm. Entschuldigung. Super. Hallo. Ich halte mich auch kurz. Ich bin Daria Hirt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Learning Lab in Essen, am Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement und bin eingebunden in die Organisation und Lehre in unseren Online-Weiterbildungs-Masterstudiengängen. Und in dem Kontext befassen wir uns natürlich auch mit der Frage von Open Source, von der Frage von Content-Gestaltung. Und ich finde das Thema hier sehr spannend und bin einfach bereit, mich da einzubringen, wo es nur notwendig ist. Das heißt, ich kann sicherlich hier so bei Online-Meetings unterstützend wirken und auch wenn es um Fragen der Content-Gestaltung ging beispielsweise. Und bin gespannt, was hier so passieren wird mit Ihnen gemeinsam. Immer fast vergessen, trotzdem noch, danke Gabriele für den Hinweis. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, entschuldige, es gibt noch die Nadine Soyer, die ist leider in einem Kundentermin, schafft es nicht ganz zu unserer Willkommensession, aber wir sollten sie auf jeden Fall mit erwähnen, gehört auch zum Team derer, die so, naja, ich sag jetzt mal hinter den Kulissen dafür sorgen, dass dieser MOOC Inhalte hat und die Live-Sessions funktionieren und die Foren betreut werden und all das. So, jetzt, Oliver, kannst du aber erklären, wie das mit dem WebEx funktioniert. Genau, erstmal schalte ich das Video ab, weil das ist ja für die Begrüßung und lenkt nachher eigentlich nur ab. Ich erkläre ganz kurz was zu WebEx und dann starten wir auch. Also es gibt das sogenannte WebEx-Inhaltsfenster, das ist das, was wir jetzt eigentlich sehen. Da ist das Wichtigste auf der rechten Seite die Teilnehmerliste, weil da kann man neben dem Namen erstmal die Kamera einschalten und da ist auch ein Symbol für das Mikrofon, was man dann halt ein- oder ausschalten kann, was wir während der Sitzung eigentlich auf stumm schalten, damit wir ein bisschen Ruhe in der Telefonkonferenz haben. Wenn dann aber Fragen aufkommen, dann gibt es auch die Möglichkeit, die Hand zu heben und dann können wir halt darauf eingehen und denjenigen freischalten oder der schaltet sich selber frei. Wir empfehlen aber zuerst die Fragen in dem Chat
zu stellen. Das heißt, hier unten kann man die Frage eingeben, dann haben wir die Chance, mal draufzuschauen oder der Moderator draufzuschauen, um das in irgendeiner Weise dann halt einzubinden. Was es noch gibt, aber das müsste für die meisten jetzt geklappt haben, also dass man sich hier einwählt, entweder per Telefon und per PC. Das kann man auch währenddessen umschalten, also wenn jetzt irgendwas nicht so funktionieren sollte, dann kann man einfach auch mal versuchen, die andere Option zu wählen, aber das ist da, wo man sich in die Telefonkonferenz einwählt. Und wenn es nachher mal im Rahmen des MOOC so sein sollte, dass wir auch gegenseitig gewisse Inhalte teilen, dann kann man hier auch den Bildschirm freigeben, also wir können die Bildschirmrechte dann auch an Teilnehmer aus der Runde weitergeben. Okay, das Zweite ist, eigentlich nutze ich das jetzt im Moment schon, es gibt links oben ein Menü, da gibt es einen sogenannten Zeiger und es gibt auch ein Texttool, es gibt Pfeile, es gibt Formen, also das sind hier diese Ovale oder Vierecke. Man kann dann den Stift, die Stiftform aussuchen, also entweder so, so ein kleiner Bleistift oder eine etwas dickere Farbe. Und ich würde jetzt mal probieren, ob jeder hier oben dieses File-Tool findet. Einfach mal da oben draufklicken und auf die Fläche jetzt draufklicken. Und dann kann man diesen Pfeil wunderbar hin und her klicken. Und das nutzen wir nämlich gleich sofort für eine Interaktion, in dem die Leute dann mitmachen können. Im Moment haben wir nur die drei. Jetzt gucke ich mal, habe ich denn auch alle anderen freigeschaltet? Da gucke ich mal rein. Habe ich es für die Teilnehmer auch freigeschaltet. Im Moment konnten nur wir kommentieren. Jetzt bitte nochmal jeder, genau, jeder nochmal einmal auf dieses File-Tool da oben in der Ecke gehen und jetzt können wir fröhlich auf der Folie rumklicken. Und können damit auch Abfragen machen, genau, das Text-Tool auch schon gefunden, Dankeschön. Und das werden wir also im Rahmen des MOOC vielleicht hier und da noch öfter nutzen. Wenn es Fragen gibt, auch die können einfach im Chat gestellt werden. Hier oben ist nochmal das Videobild, das man ein- oder ausschalten kann. Ansonsten ist das Tool eigentlich selbsterklärend, wenn man schon mal mit Desktop-Sharing-Tools gearbeitet hat. Okay, das wäre es von meiner Seite. Dann würde ich sagen, jetzt an die Präsentationsrechte an dich, Gabriele, oder an Dirk übergeben. Wer startet? Gabriele war das. Okay, dann mache ich dich jetzt mal zum Moderator und du kannst dann in der Folie, also ich mache mal auf die nächste. Ja, beziehungsweise wollte ich ja das Curriculum direkt in der Moin-Plattform zeigen, das heißt... Genau, du kannst dann deinen Webbrowser zeigen. So. Kann man denn jetzt schon meinen Webbrowser mit der Moin-Plattform sehen? Noch nicht. Bisher noch nicht. Okay, gebt mir auch kurzes Zeichen, wenn ihr es seht. Man braucht ja so eine Gedenkminute, um umzuschalten, aber ja. Du hast das über Oberpausmusik. Naja. teilen Webbrowser, das hast du gemacht. Ne? Ja, mache ich gerade nochmal. Teilen Webbrowser. Ja. Ah, nee. Jetzt funktioniert es. Hm? Ah, okay. Hatte ich ihn schon auf, den wollte er jetzt offensichtlich nicht zeigen. Gut, dann gehe ich nochmal rasch rein. So, ich denke, das kennt ihr alle, das ist die Moin-Plattform von der Uni Lübeck. An der Stelle auch nochmal von uns ein ganz herzliches Dankeschön an die Uni, dass wir diese Plattform für den MOOC kostenfrei benutzen dürfen. Da gibt es hier in der Lektion 1 einige Hinweise zur Organisation, aber eben auch zum Curriculum. Da will ich jetzt gerade kurz mal drauf eingehen, was waren unsere Gedanken bei der Erstellung dieses Curriculums. Also insgesamt besteht es aus 4 Modulen. Das erste Modul, in dem wir uns gerade befinden, soll Grundlagen und so ein bisschen Theorie aufarbeiten. Also wir starten mit der Frage, warum sollte man sich überhaupt mit Wissensmanagement beschäftigen und gehen dann weiter mit grundlegenden Begriffsdefinitionen, also so die Klassiker, die einige von euch vielleicht schon kennen,
warum ist Wissen nicht gleich Information? Was hat es mit diesem Begriffspaar explizites, implizites Wissen auf sich? Also das ist so in der ersten Woche des Modul 1. In der zweiten Woche beleuchten wir, wie sich Wissensmanagement in den letzten 20 Jahren überhaupt entwickelt hat, wie es sich teilweise aus anderen Managementdisziplinen entwickelt hat oder doch mit denen zusammenhängt. Und in der dritten Woche schauen wir uns dann einige ausgewählte Wissensmanagementmodelle an. Zum Beispiel das Bausteinemodell von Probst oder das sogenannte Münchner Modell. Die Auswahl haben wir getroffen, einfach Modelle, die sehr bekannt sind, sehr viel genutzt werden, nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Praxis. Aber wir sind da ganz frei, auch für Vorschläge eurerseits, wenn ihr sagt, aber das und das Modell finde ich ganz gut, warum habt ihr das nicht mit dabei? Aber zu diesen Interaktionen oder zu dem Mitmachen, was die Inhalte angeht, kommen wir später noch. So. Also das erste Modul soll die theoretischen Grundlagen legen. Ihr habt sicher gelesen in der Ankündigung des MOOC, es ist jetzt nicht Voraussetzung, dass jeder alle Module und in allen Modulen auch alle Inhalte bearbeitet. Also ich habe gerade in der Seitenleiste schon einige Namen gesehen, wo ich denke, naja, da sind die theoretischen Grundlagen aber auf jeden Fall schon längst gelegt. Dann ist es auch nicht notwendig, dieses Modul zu bearbeiten. So, im zweiten Modul soll es dann stärker in die Praxis gehen, nämlich mit der Fragestellung, wie führe ich denn Wissensmanagement ganz konkret in eine Organisation ein? Was braucht es für die Einführung? Was braucht es aber auch, um Wissensmanagement nachhaltig zu betreiben? Das beginnt mit den Elementen einer Wissensmanagement-Strategie, also was gehört zu einer ganzheitlichen Strategie oder einem ganzheitlichen Wissensmanagement-Konzept? Welche Möglichkeiten gibt es in meiner Organisation, erstmal eine Stärken- und Schwächenanalyse des Wissensmanagements durchzuführen? Wie identifiziere ich also potenzielle Handlungsfelder? In der zweiten Woche geht es dann um das Maßnahmenportfolio, jetzt noch nicht im Sinne von einzelnen Maßnahmen, das kommt schwerpunktmäßig in Modul 3, sondern eher grundlegende Fragen, wie finde ich denn die für meine Organisation geeigneten Maßnahmen, wie kann so ein Maßnahmenportfolio aussehen, wie finde ich mich überhaupt zurecht in dieser Fülle an Werkzeugen und Methoden, die es im Wissensmanagement gibt und dann eben auch, welche Rolle spielt IT in dem ganzen Thema, wie wähle ich auch hier die richtigen Instrumente aus und was ist wichtig, wenn dann ein Teilprojekt des Wissensmanagements, der Wissensmanagement-Einführung auch ein IT-Projekt ist. So, in der dritten Woche schließlich, Dirk hat es ja schon erwähnt, es ist selten die IT, an der es scheitert, sondern in der Regel der Mensch. Das heißt, in der dritten Woche schauen wir uns an, welche begleitenden Maßnahmen braucht es. Wie muss man sich ein Change Management vorstellen, das die Einführung von Wissensmanagement begleitet? Was ist zu beachten hinsichtlich der Organisation und Führungskultur? Wie kann Motivation geschaffen werden für das Thema? Welche Möglichkeiten für Anreize gibt es? Wie kann ein Marketing, eine Projektkommunikation aussehen? Wie kann das Governance-Modell aussehen, also letztendlich die Organisation von Wissensmanagement? Also braucht es da eine Wissensmanagement-Abteilung oder ist das ein Mitarbeiter im Personalbereich oder sollte das eine Stabsstelle sein bei der Führung? Und schließlich die nicht uninteressante Frage, kann ich denn die Wirkung von Wissensmanagement überhaupt messen? Also ganz oft ist ja eine entscheidende Fragestellung der Entscheider, wenn es um die Einführung von Wissensmanagement geht, naja, was bringt es denn? Könnt ihr nicht mal so ein Business Case entwickeln? Könnt ihr nicht mal so eine Art Return on Invest Rechnung machen? Also auch solche Fragestellungen wollen wir in Modul 2 beleuchten. Und ihr seht schon, das Modul 2, nachdem ihr euch in Modul 1 so etwas entspannt eingeschwungen habt, das ist relativ dicht. Da geht es dann doch ziemlich intensiv zur Sache. So, in Modul 3 wird es dann noch praxisbezogener. Da werden wir tatsächlich ausgewählte Methoden anschauen und erläutern. Wir haben auch ein bisschen überlegt, wie können wir das jetzt auf die einzelnen Wochen verteilen.
haben uns dann so ein bisschen am Bausteinemodell von Probst orientiert, also an den einzelnen Wissensprozessen, beginnen mit Methoden, die dabei helfen, das vorhandene Wissen überhaupt erstmal zu finden, zu identifizieren, machen dann in der zweiten Woche weiter mit Methoden zum Erlangen, zum Weiterentwickeln und auch Vernetzen von Wissen und in der dritten Woche schließlich Methoden zum Dokumentieren, Strukturieren und Weitergeben von Wissen. In der dritten Woche steht das Thema persönliches Wissensmanagement nochmal ganz explizit da, aber auch in den anderen Wochen sind natürlich immer Instrumente dabei, die jetzt nicht nur für den Organisationskontext funktionieren, sondern durchaus auch für das persönliche Wissensmanagement. So, und das Modul 4 schließlich bringt dann Praxisbeispiele. Auch da haben wir diskutiert, wie wir die am besten aufteilen. Hatten überlegt, ist jetzt eine Aufteilung quasi eine Trennung zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung Non-Profit sinnvoll, haben uns dann entschieden, dass vielleicht eine Trennung nach Größe sinnvoller ist, weil es sicher Maßnahmen und Tools gibt, die jetzt für kleine Unternehmen oder Organisationen weniger geeignet sind als für große. Das heißt, wir beginnen mit Beispielen aus großen Unternehmen, Konzernen und großen Verwaltungen. Dann kommen Beispiele aus kleineren Unternehmen, aus dem Handwerk, aus Non-Profit-Organisationen und kleineren Verwaltungen. Und die letzte Woche ist dann ganz dem Thema persönliches Wissensmanagement gewidmet. So, das sind so die vier Module, also das Curriculum, entlang dem wir die Inhalte jetzt gestalten. Wie geht ihr um mit dem Curriculum, wenn ihr auf die betreffende Woche klickt? Kommt ihr erstmal auf der Moin-Plattform in die Beschreibung, da ist oben dann die Einladung zur Live-Session, wenn denn zu der Woche auch eine Live-Session gehört. Was soll das Ziel dieser Woche sein? Was sind so Leitfragen? Das sind einfach Fragen für euch, wenn ihr dann die Inhalte bearbeitet, dass ihr diese Fragen so ein bisschen mit im Hinterkopf habt. Und dann geht es zu den eigentlichen Lerninhalten. Und weiter unten dann nochmal Lernziel und auch Arbeitsaufgaben. Die Arbeitsaufgaben werden in der Regel so sein, dass die auf das Forum verlinken. Das heißt, die Arbeitsaufgabe besteht dann darin, im Forum eine Idee zu entwickeln, eine Meinung zu diskutieren, also in den Austausch zu gehen. So. Ich gehe jetzt gerade mal auf einen Inhalt, also warum ist Wissensmanagement wichtig, wie finde ich jetzt das eigentliche Lernmaterial, das hier ist ja erstmal die Metainformation, gewissermaßen die didaktische Metainformation, was soll in dieser Woche als Lernziel erreicht werden. Der eigentliche Inhalt, wie ihr seht, ist jetzt nicht auf der Moin-Plattform, sondern ist auf einer ganz normalen statischen Website. Der Grund dafür ist, dass ja in diesem MOOC ein OER, ein Open Educational Resource entstehen soll, also eine Art frei verfügbares Lehrbuch zum Thema Wissensmanagement, das dauerhaft, auch wenn der MOOC abgeschlossen ist, im Internet frei zur Verfügung steht. Deshalb haben wir uns entschieden, die Inhalte nicht direkt auf der Moin-Plattform einzubinden, sondern auf eine Website, die einfach nach dem MOOC noch bestehen bleibt. So, und hier findet ihr jetzt tatsächlich die Inhalte, um die es geht. Und wie ihr seht, also wir betten die immer in einen Text ein, der auch erläutert, wie wir die Inhalte in einem Zusammenhang sehen, auch im Zusammenhang zu dem Modulthema, um das es geht. Wir geben so kleine Denkaufgaben. Die sind jetzt auch nur gedacht, einfach beim Bearbeiten dieser Inhalte vielleicht so ein paar Gedanken sich nochmal vertieft zu machen. Die Inhalte sind in der Regel Links zu im Internet frei verfügbaren Inhalten, wie jetzt zum Beispiel hier diesem Studientext von der Gabi Reinmann. Also die Idee bei diesem OER, bei diesem frei verfügbaren Lehrbuch ist jetzt nicht, dass Dirk und ich anfangen, wie wild Inhalte zu erstellen, sondern dass wir
Inhalte, die es im Internet heute schon frei verfügbar gibt und die wir für sinnvoll und gut erachten, dass wir die einbinden in dieses OER, in dieses Curriculum und einfach in einen sinnhaften Zusammenhang bringen. Bei größeren Inhalten wie hier geben wir auch den Hinweis, hier ist es das erste Kapitel, bei diesem Leitfaden sind es die Seiten 8 bis 9, also bei umfangreicheren Dokumenten kommt der Hinweis. Wir schauen auch, dass wir immer wieder Videos finden, die zu einem Inhalt passen und geben auch dort teilweise dann Hinweise, à la spannend wird es ab Minute 3 oder ähnliches. Also das ist so die Idee, wie ihr euch in den Modulen mit den Inhalten bewegt. Dieses OER, die Inhalte hier, das ist jetzt nach bestem Wissen und Gewissen von Dirk und mir entstanden, aber ihr seht hier unten unter jedem Inhalt die Aufforderung, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kritik äußern möchtet, wenn ihr sagt, da gibt es noch was Besseres als den Studientext oder als den EU-Leitfaden, dann gebt uns bitte in der Xing-Diskussion solche Hinweise. Momentan ist für uns dieses OER ein Entwurf, also Version, Dirk hat letztes Mal gesagt, Version 0.5. Die Version 1.0 soll Ergebnis unseres MOOCs sein. Also wir hoffen sehr, dass ihr während des MOOCs tatsächlich hier mit Kommentaren, mit Ideen, mit Änderungsvorschlägen auf uns zukommt und dass wir am Ende des MOOCs sagen, dieses OER ist unser gemeinsames Arbeitsergebnis und all denen, die hier Beiträge liefern, die dann integriert werden, werden natürlich auch als Unterstützer dann dauerhaft auf dieser Webseite genannt. Ein letztes noch von mir hier zum OER. Hier ist unser Curriculum auch abgebildet, aber die Inhalte sind natürlich auch über andere Menüpunkte recherchierbar und nutzbar. Das heißt, hier auf dieser Webseite ist das Curriculum nur eine Einstiegsmöglichkeit. Aber ich kann hier zum Beispiel die Begriffsdefinitionen auch direkt ansteuern, ohne dass ich über das entsprechende Modul im Curriculum gehe. So, ich gehe nochmal zurück auf die Moin-Plattform, weil Dirk hier netterweise unten schon die sogenannte Komplexaufgabe angelegt hat. Das wäre eine Arbeitsaufgabe, die sich jetzt nicht auf ein Modul oder eine Woche bezieht, sondern auf den gesamten MOOC. Und die Komplexaufgabe, auf die wir uns geeinigt haben, ist genau diese Mitarbeit am OER. Also Vorschläge zu machen, welche Inhalte im OER fehlen, wo es vielleicht bessere Inhalte gibt als die, die wir jetzt gefunden haben, wo Texte vielleicht noch besser, noch verständlicher geschrieben sein könnten. So. Das wäre es momentan von meiner Seite. Geh mal zurück. Nein. Und würde mein Teilen erstmal beenden. Ja. So. Und übergebe an den Dirk, der noch ein paar wichtige Hinweise zur Organisation, zu den Möglichkeiten der Interaktion im MOOC hat. Gut. Also danke, Gabriele, erstmal. Ich hier wollte vielleicht einen Teil dieser Sachen, die du mit der Navigation gezeigt hast, auch reinbringen. Ich versuche jetzt, sag ich mal, wegzulassen und wechsle mal, ich hoffe, es sehen jetzt alle, auf meinen Webbrowser. Da müsste jetzt sichtbar sein. Und ich starte in diesem Fall auch auf der neuen Plattform. Wenn Sie sich einloggen, dann landen Sie navigationsmäßig zuerst in dem allerersten, ich sag mal, Abschnitt, wo wir die organisatorischen Hinweise eingepflegt haben.
Das ist auch eine, ich denke, vom Arbeitsablauf her, die von uns gedachte direkte Einstieg in jede MOOC-Woche, sodass Sie praktisch, wenn Sie sich eingeloggt haben, hier einfach in Organisation bei der Lektion 1, wo Sie automatisch landen, nach unten gehen können und dann direkt mit dem Link die entsprechende MOOC-Woche anzuspringen. Das hat Gabriele jetzt auch gerade gezeigt gehabt. Sie kommen also jetzt hier mit dem Link auf die Woche 1. Organisatorisch ist es so, dass wir, so wie der MOOC fortschreitet, die weiteren Module freigeben. Also wissen wir, das ist Modul 2, Wissensmanagement, Einfügung und so weiter. Und das heißt, bisher sind diese fortlaufenden Module, also 2, 3 und 4, noch nicht freigegeben. Was wir hier als Lektionen sehen, das entspricht den Wochen. Also diesen 3 Wochen des jeweiligen Moduls, also die 3 Wochen der Grundlagen, können Sie jetzt auch hier über die Navigation hier oben erreichen, indem Sie dann die Woche 2, die Lektion 2 hier aufrufen, dann werden Sie in der nächsten Woche von unserem Wissensmanagement MOOC. Ich möchte jetzt nochmal zurückgehen zur Organisation, weil man kann sich ja nicht alles merken, wie die Arbeit insgesamt im MOOC gedacht ist, wie man kommunizieren kann. Und da ist es relativ wichtig, das Thema, die Hinweise zur Arbeitsweise im MOOC. Es kann natürlich jeder arbeiten, wie er möchte. Wir haben uns aber ein paar Gedanken gemacht, wie das vielleicht sinnvoll sein könnte, sodass man so einen Arbeitsablauf hat. Und das findet man in der Lektion 3. Also hier Organisation, Lektion 3 sind die Arbeitshinweise für den MOOC. Man kann sich das Gesamte als Video anschauen oder man kann versuchen, dass er genau diese ungefähr die gleiche Information, also der Versuch war die gleiche Information, ist auch hier im Text über die als textliche Beschreibung und als Links enthalten. Das ist das Entscheidende. Was würde ich also jedem empfehlen, am Anfang sich mal diese Plattform vertraut zu machen. Das heißt, der erste Teil hier, wir sagen immer so das Bilderkarussell dazu, das kommt hier wegen diesen sich kreisenden Bildern. Das ist die Hauptnavigation über die Inhalte. In dem zweiten Feld, was Sie hier oben sehen, da taucht dann News auf dafür. Dort sehen Sie alle Nachrichten, die Sie jetzt in den letzten Tagen schon mal rumgeschickt bekommen haben von mir, die als E-Mail bei Ihnen eingegangen sind und die wichtigen Informationen, was im MOOC passiert, enthalten haben. Also die können Sie hier nochmal nachlesen. Worüber wir uns besonders gefreut haben, sieht man jetzt unter den Köpfen, das sind die Teilnehmer, die am MOOC mit dran teilnehmen. Also wir sehen jetzt aktuell sind wir bei 289 Personen, die gerne mitmachen wollen. Und Sie können hier natürlich auch sehr schön sehen, woher kommen die Personen. Deswegen war auch mein Bitte an möglichst viele, die sich einschreiben, wenigstens den Stadt- und Ort eintragen. Wer mich kennt, weiß, ich habe volles Verständnis dazu, persönliche Daten geheim zu halten. Also man könnte auch einen Ort in seiner Umgebung eintragen dafür. Der Hintergrund ist der, dass ich dadurch sehen kann, wie viele Personen sind denn in meiner Region vertreten. Wenn ich jetzt auf Chemnitz gucke, zum Beispiel von Chemnitz, ich kann jetzt gucken, wer ist noch in Sachsen dabei. Und dann kann ich entscheiden, lohnt sich zum Beispiel eine lokale Lerngruppe aufzumachen. Also einer aus der Region sagt, hey, ich möchte mich mit denen in meiner Region einmal im Monat zum Beispiel treffen und zu den Themen, die im MOOC aktuell sind, austauschen und, sage ich mal, gemeinschaftlich als Gruppe sich kennenlernen und dazu lernen. Und das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man sagen kann, in seiner Region befinden sich auch entsprechend viele Teilnehmer, dass das Ganze auch Sinn machen könnte. Diese Buttons hier oben, das ist für Gespräche, das sind also die Diskussionsgruppen. Das heißt, es gibt verschiedene Diskussionen, die wir gesehen haben, die entweder bei der jeweiligen Woche bei der Aufgabenstellung auftauchen, die aber zum Beispiel auch das allgemeine Diskussionsforum betreffen, wo man jetzt entsprechend seine Fragen zur Arbeit mit dem MOOC stellen kann oder auch Themen reinbringen kann, die einem selber jetzt interessieren und die nicht direkt zu den Arbeitsaufgaben gehören. Also das sind die Hauptbereiche Inhalte. Die Nachricht, die man erhalten hat, hier kann man gucken, welche Personen noch dabei sind und das sind die Diskussionen. Zur Arbeit braucht man am meisten die Inhaltsnavigation und die Diskussion. Am Beispiel der Lektion 1,
also der unserer ersten Woche. Möchte ich die Hintergründe nochmal kurz dazu erläutern. Gabriele hatte schon gesagt, oben wird in Leipzig stattfinden, die Stadt zur Leipzig angegeben. Hier wechseln wir entsprechend in unser Wissensplattform, also praktisch dort, wo wir die OER-Inhalte sammeln, und kommen dann direkt bei dem Inhalt raus, der entsprechend verlinkt worden ist. Wir kriegen nämlich häufig, kriegen wir am Anfang die Anfrage, wenn man jetzt in den Inhalt geht, der bisher noch nicht Thema des MOOCs geworden ist, dann erhält man jetzt derzeit zum Beispiel so eine Seite, geschützt Wissensmanagementstrategie. Das hängt einfach damit zusammen, der Inhalt ist inhaltlich noch nicht erstellt, im Curriculum liegt aber schon fest, diesen Inhalt wird es geben, um damit zu arbeiten zu können. Oder hier zum Beispiel das Thema Wissensmanagement Audit. Das heißt, dieses geschützt und Passwort eingeben bedeutet einfach, dieser Inhalt ist noch nicht da, bis auf die Überschrift und dem Platz in der Struktur oder im Curriculum, wo er dann später stattfinden soll. Da kommen wir zu dem Thema Komplexaufgabe. Deswegen war ich jetzt hier rübergesprungen. Wenn wir schauen, Gabriele hat es schon angesprochen, gibt es die Komplexaufgabe, wo wir gerne Sie als Teilnehmer bitten wollen, einfach sich einen der Themenbereiche aus dem Curriculum herauszusuchen. Das könnte, was weiß ich, bei IT-Tools jetzt, sage ich mal, Enterprise-Portale sein, oder das könnte bei Methoden die Community of Practice oder die Expertennetzwerke sein. Und dann sagen Sie sich, okay, wir entwickeln jetzt dafür mal einen Inhaltsvorschlag, so ähnlich wie das Gabriele jetzt hier zum Beispiel für die grundlegenden Begriffe realisiert hat. Und damit wir auch lernen in dieser Komplexaufgabe, wie wir kollaborativ zusammenarbeiten können, online über das Netz, war die Idee zu sagen, okay, sollen sich aus Ihnen, aus der Teilnehmergruppe, jeweils so Teams mit zwei, drei Personen, zwei, drei Teilnehmern finden. Und das kann jetzt passieren, indem man in dieses Diskussionsforum selber hineingeht und dann dort entsprechend seinen Vorschlag unterbreitet, zu welchem Thema man gerne diesen Inhalt für diese freien Lerninhalte entwickeln möchte und wer denn Interesse hat, mit dabei zu sein und das mitzuentwickeln. So, dass es der Komplexaufgabe sicher noch detailliertere Fragen gibt, wie das ablaufen sollte, gibt es hier direkt auch noch im allgemeinen Diskussionsforum eine nähere Erläuterung, wie das mit der Komplexaufgabe gedacht ist, wie man zum Beispiel die Partner finden könnte, wie man die Ergebnisse hinterlegt und so weiter. Da möchte ich nicht darauf eingehen. Dazu kann jeder sich durchlesen. Also, so, mal worauf ich noch eingehen wollte, ist das Thema, Gabriele hat schon erwähnt, dass wir, dass diese Website insgesamt aus freien Bildungsinhalten entstehen soll, die auch langfristig verfügbar sind. Nicht nur für alle Teilnehmer, sondern für jeden, der das gerne möchte. Und der Hintergrund hinter dieser Struktur und diesem Tool ist, dass wir gesagt haben, wir entwickeln das Ganze mit WordPress und am Ende von unserem MOOC wird regelmäßig so ein WordPress-Download zur Verfügung gestellt, also es ist ein aktuelles Backup davon, was denjenigen von Ihnen, die zum Beispiel aus größeren Unternehmen kommen, die Möglichkeit gibt, das Gesamte auch zu importieren in eigene Lernmanagementsysteme. WordPress hat den Vorteil, es arbeitet ja, wer es kennt, mit Beiträgen. Das heißt, ich kann jedes Thema, was ich hier habe, ist ein Wissensbaustein. Ich nehme mal, gehe mal zu Grundlagen, zur Begriffsdefinition, da sieht man das besser, weil was drin ist. Das heißt, das ist ein Wissensbaustein und ich kann jetzt diese Wissensbausteine einzeln in meine eigenen Lernmanagementsysteme
nehmen. Ich bekomme auch die Kategorien, also die Strukturen mitgeliefert. Jetzt bin ich aber frei, in meinem eigenen System das neu anzuordnen, Inhalte dazwischen zu bauen und somit quasi diese freien Lerninhalte mit eigenen unternehmensspezifischen Inhalten zu füllen und damit meine eigenen Kurse später zu bauen. Das ist der Gedanke dahinter, auch warum wir dieses jetzt das WordPress genommen haben. Das ist ein System, was sehr viele Leute kennen, was weit verbreitet ist, wo man also auch die Expertise für den Input findet und wo auch jeder, der selber etwas technisches Verständnis hat und sich mit Websites auskennt, auch einfach sagen kann, okay, ich nehme mir diese gesamten Kurs live auf meinem Notebook mit, weil ich mir eine kleine Instanz auf meinem Notebook baue und dann bin ich auch nicht auf die Online-Verbindung, zumindest nicht für die Inhalte, die hier sind, angewiesen, oder ich kann es mal selber umstrukturieren. Also das war nochmal der Gedanke dazu, warum ist es dieses System hier geworden. Einen ganz letzten Aspekt für das Organisatorische möchte ich noch aufnehmen. Das ist wir haben uns entschieden, zwei verschiedene Kommunikations- und Diskussionsplattformen einzubinden. Das eine sind die Diskussionsforen, wie ich sie tatsächlich im Moin angeboten bekomme. Ich klicke mal hier das allgemeine Diskussionsforum auf. Das hat natürlich bestimmte Vor- und Nachteile. Hier sieht man zum Beispiel sehr schön, wo sind Beiträge entstanden, die ich bisher noch nicht gelesen habe. Und es ist direkt mit unserer Plattform, mit unserem System hier gekoppelt und ich habe die Zugänge schon. Wir haben als zweite Option jetzt, das sehen wir auch, wenn wir zum Lerninhalt der ersten Woche gehen. Immer noch die Option, unser alternatives Link-Forum zu verwenden. Das heißt, es gibt für diesen Business Management MOOC, die Arbeitsweise schon sich angeschaut haben als Video, noch ein Link-Forum. Das Link-Forum hat den großen Vorteil, dass alle von Ihnen, die schon Link-Account haben und dort arbeiten, und wenn Sie sich dort vernetzen, natürlich auch mit den MOOC-Teilnehmern gleich mit den Profilen verbunden sind, die Sie im Sing haben. Sie können sie also zu Ihren Kontakten im Sing mit hinzufügen. Sie können sich im Sing damit darüber austauschen. Und ich habe natürlich hier ein paar andere Möglichkeiten auch, wie zum Beispiel Beiträge interessant zu finden oder die Kommunikation und die Darstellung komplett so zu verwenden und zu nutzen in der Gruppe, wie ich das aus Sing gewöhnt bin, und das weiter fortzuführen. Wir hatten eine längere Diskussion, ob das Sinn macht, beide Diskussionsforen parallel anzubieten. Wir haben gesagt, es ist auch eine Option, für Sie selber zu entscheiden, was liegt Ihnen mehr, mal so die Unterschiede zu erleben, wie diese verschiedenen Diskussions- und Forensysteme funktionieren und dann selber zu entscheiden, okay, ich mache die interaktive Diskussion mehr im Bereich Sing oder ich mache sie mehr im Bereich Immerhin. Wozu wir das Sing-Forum auch aktiv verwenden, ist der Punkt, was Gabriele kurz angedeutet hat, bei allen Inhalten, die jetzt schon freigegeben sind, besteht die Möglichkeit jetzt zu diesem Inhalt, wie zum Beispiel jetzt hier, Dateninformationen, also die Wissenstreppe von Klaus Nord, die hier die Angelika Mittelmann erläutert, direkt zu dieser Themendiskussion im Sing zu springen. Und jetzt hier sein Feedback, seine Vorschläge und Ähnliches zu hinterlassen und auf gleichen Wege von hier aus der Sing-Diskussion natürlich zu diesem Inhalt in unsere Plattform direkt zurückzuspringen, sodass wir also praktisch das Interaktions- und Austauschforum zu jedem Inhalt hier direkt mit unserer Sing-Gruppe gekoppelt haben. Bei den noch nicht freigegebenen Inhalten ist es natürlich etwas schwieriger, die zu finden. Wenn man jetzt zum Beispiel das Reifegradmodell nimmt, dann ist jetzt dummerweise auch noch nicht der Link zum Sing-Forum freigegeben. Aber ich könnte jetzt in dieses Sing-Forum gehen, mein Reifegradmodell eingeben und ich lande dann auch direkt in der Diskussion zu diesem Reifegradmodell, was also später mit dem freigegebenen Inhalt verbunden
unten ist und kann jetzt hier schon Informationen und Fakten dazu sammeln und hier über den Inhalt diskutieren, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Komplexaufgabe. Und diese Diskussion ist eben auch nach Ablauf des MOOCs, also nach Januar 2017, weiterhin für alle verfügbar. Ich hoffe mal, das hat jetzt nicht alle erschlagen, was ich erklärt habe. Das war aber das, was ich im Workflow erläutern wollte und wo natürlich nachher auch gleich noch Fragen gestellt werden können. Ich werde jetzt mal das Teilen beenden, damit wir zurückkommen zu unserer Oberfläche und würde gerne dann eventuell an Gabriele zu den Informationen zum Teilnahmezertifikat weitergeben. Möchtest du was dazu sagen, Gabriele? So, es besteht die Möglichkeit, am Ende des MOOC ein Teilnahmezertifikat zu erwerben. Wir konnten die GFWM, die Gesellschaft für Wissensmanagement, dafür gewinnen, auch auf diesem Teilnahmezertifikat zu informieren. Die Idee ist, dass Dirk oder ich eine Art, ja, ich sag mal, kleine mündliche Prüfung qua Webkonferenz oder Telefon abnehmen und darauf basierend das Zertifikat dann auch ausstellen. Es ist auch für das Zertifikat nicht notwendig, alle Inhalte in allen Modulen zu bearbeiten, sondern ihr sagt uns einfach, welche Module ihr bearbeitet habt und das wird dann auf dem Zertifikat einfach auch so aufgeführt und transparent gemacht. Genau. Also vielleicht kann ich das noch ergänzen. Also ihr würdet uns, wenn ihr dieses GFWM-Zertifikat erwerben möchtet mit dieser Prüfung, mitteilen, welche Module habt ihr bearbeitet. Die würden wir dann in diesem Telefonat oder in dieser Videokonferenz mit Ihnen zusammen die besprechen, uns dazu unterhalten, also praktisch diese Module prüfen und die werden dann auch aus dem Zertifikat erwähnt. Also dass das Zertifikat ist für die Module zum Beispiel 2 und 3 oder das Modul 4 oder eben für den gesamten MOOC. So. Ansonsten gibt es außer den Teilnahmezertifikaten auch die Möglichkeit, Badges zu erwerben bei den einzelnen Arbeitsaufgaben. Da müssen wir gestehen, da sind Dirk und ich noch so ein bisschen auf einem Experimentierfeld auch unterwegs mit diesen Badges. Also wird für uns auch jetzt interessant sein zu sehen im MOOC, ist das für euch zum Beispiel überhaupt eine interessante Art der Incentivierung oder der Motivation für die Bearbeitung einer Arbeitsaufgabe, einen solchen Badge zu erwerben. Also das sind vielleicht dann auch Dinge, die wir dann am Ende des MOOCs in einer, ja dann nicht Willkommen-Session, sondern Closing-Session nochmal besprechen können. So, ja, Ausblick auf die nächsten 3 Wochen. Ich glaube, das hatte ich schon gegeben, als ich das Curriculum etwas vom Inhalt her erläutert habe. Also die nächsten 3 Wochen, wie gesagt, sollen die theoretischen Grundlagen für das Thema legen, angefangen mit Begriffsdefinitionen über die Geschichte des Wissensmanagement und dann einige ausgewählte Modelle im Wissensmanagement. Jetzt gibt es gleich ein bisschen Interaktion. Genau. Ja, genau. Als wir die Live-Session heute geplant haben, ging es hin und her, was ist denn nun eine gute Uhrzeit für solche Live-Sessions? Also wir wissen auch aus Gesprächen, ein Teil der Teilnehmer macht den MOOC in der Freizeit, für andere ist es tatsächlich Teil der Arbeit. So gesehen gibt es sicher viele, die hätten die Live-Session gerne am späteren Abend, weil eben Teil der Freizeit, für andere ist es Teil der Arbeitszeit. Eine ideale Lösung gibt es ganz sicher nicht und natürlich werden wir uns bei zukünftigen Live-Sessions auch nach den Verfügbarkeiten potenzieller Referenten oder Interviewpartner richten müssen. Nichtsdestotrotz wollen wir gerne so ein erstes Stimmungsbild einfangen, jetzt von denen zumindest, die gerade dabei sind. Das heißt, unsere Bitte,
wäre mal mit diesem Pfeil, was wir ja vorhin schon ausprobiert haben, oder diesem Zeiger, Entschuldigung, auf den Zeitstrahl mal an die Stelle zu gehen, wo ihr sagt, ja, das ist für mich eine ganz gute Zeit für diese Live-Sessions. Also ich würde denken, die Tendenz geht tatsächlich so in den Abend, so zwischen 17 bis 19 Uhr rein, 19 ungefähr, genau, genau. Mhm. Okay, dann versuchen wir tatsächlich die Live-Sessions so zu legen. Wie gesagt, je nachdem, wenn es Live-Sessions sind mit Interviewpartnern oder Referenten, hat natürlich auch der oder die Referentin da ein Wörtchen mitzureden. Aber schauen wir mal, dass wir in dieser... diesem Zeitfenster zwischen frühestens 17 Uhr und nach Möglichkeit vor 20 Uhr uns bewegen. Mhm. Wunderbar. Ne? Hat ja die erste Interaktion in unserer MOOC schon ganz prima geklappt. Also wir haben noch die zwei, also den Hintergrund natürlich, dass vielleicht gerade jetzt um diese Zeit, da hatten wir uns schon unterhalten, natürlich auch hauptsächlich die Leute dran teilnehmen, die um 17.30 Uhr Zeit haben und die um 12 Uhr könnten, jetzt nicht mit dabei sind. Das kann die Abfrage natürlich etwas verfälscht haben. Und es gibt noch was, wenn man jetzt eine Live-Session hat, zum Beispiel von einer Veranstaltung, von einer Konferenz aus, dann ist die Zeit natürlich auf die Konferenzzeit gebunden. Das würde dann auch von diesem Zeitplan abweichen. So. Ich denke, wir können über den MOOC auch noch mal eine kleine Abfrage bei denen machen, die jetzt nicht dabei waren, ob es da ähnliche zeitliche Präferenzen gibt. Gut. Aber es ist ein klassischer Heisenberg, genau, das Setting des Experiments hat den Ausgang doch ziemlich beeinflusst. Gut, so, ja, dann gehe ich nochmal auf die letzte Folie. Das ist die Fischkuh von Leo Leoni. Wer die noch nicht kennt und sich jetzt furchtbar wundert, was es mit der auf sich hat, wird, denke ich, spätestens nach Ende des ersten Moduls eine ungefähre Idee haben, was die Fischkuh mit Wissen und Wissensmanagement zu tun hat. Antworten sind im Forum sehr gerne gesehen oder wilde Spekulationen. Ich beantworte die Frage dann ganz gerne am Ende des ersten Moduls. Das war's von unserer Seite. Wir haben mal alles erzählt, was wir erzählen wollten. Gibt es eurerseits Fragen, Wünsche, Anmerkungen, die jetzt noch nicht unten im Chat gelandet sind? Du Oliver, vielleicht kannst du ja noch mal zeigen, wie man sich zu Wort melden kann am besten, wenn man jetzt was sagen möchte für die Freischaltung. Ja, Moment. Ich mache aber mein Mikro leise, weil ich im Hintergrund ziemlich viel Nebengeräusche habe. Wir haben heute Kindergeburtstag. Aber ich zeige das nochmal. Also hier sieht man das Mikrofonsymbol, da kann ich draufdrücken, also ich mache das jetzt mal nicht stumm geschaltet. Und man kann natürlich auch sagen, ich gebe erst ein Anzeichen, melde mich, aber bei der relativ übersichtlichen Gruppe kann man einfach mal sagen, hallo, hier ist der Andreas oder wer auch immer und dann einfach mal was sagen. Ansonsten machen wir das bei größeren Gruppen so, dass wir sagen, wenn keine Fragen sind, kann man so eine Gegenprobe machen, dann bitte einmal alle die Hand heben und dann weiß man, okay, kann die Sitzung schließen. Aber ich würde jetzt einfach sagen, gucken wir mal, ob irgendjemand was wissen will und ich schalte mich mal wieder stumm.
Ja. Gut, in Ordnung. Gibt es noch weitere Fragen oder Hinweise? Jemand, möchte jemand was sagen, vielleicht auch ein Feedback geben, wie die Thema gelaufen ist? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würden wir die Live-Session, die Oliver ja aufgenommen hat, jetzt, denke ich mal, beenden. Wir freuen uns, dass doch einige Teilnehmer da gewesen sind. Es ist natürlich auch aufgenommen worden, sodass wir denken, dass wir in ungefähr 1 bis 2 Tagen das auch für die Teilnehmer, die nicht live dabei sein konnten, als Video zur Verfügung stellen können. Das mit dem 1, 2 Tagen hängt einfach damit zusammen, bis wir dieses Video dann bearbeitet haben und das in der so einem Format ist, dass es auch sinnvoll anzuschauen und anzuhören ist. Das wird vielleicht diese 1, 2 Tage Verzögerung dauern, bis man das dann auch im MOOC erreichen kann. Und wenn jemandem noch Fragen einfallen, um im Nachhinein, da kann die natürlich gerne im Diskussionsforum stellen, in der allgemeinen Diskussion oder dann entsprechend in der Fachdiskussion, wenn es zum Beispiel zur Komplexaufgabe gehört oder zu anderem. Also vielen Dank erstmal für alle, die da gewesen sind und wir wünschen einen guten Start in den MOOC. Ja, vielen Dank, viel Spaß in der ersten Woche und vielen Dank für diese ganz wunderbare Disziplin. Wir haben eine Punktlandung und können jetzt alle fröhlich in den Feierabend gehen. Okay, prima. Ich sage auch mal Tschüss so in die Runde und freue mich auf die nächste Live-Online-Session. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.